damit erteile ich Herrn Professor Müller-Funke das Wort. Ja. Vážení dámy, vážení pánové, liebe Studierende, ich bedanke mich erstmal herzlich für diese Einladung und wie manche von Ihnen wissen, bin ich nicht zum ersten Mal in Brünn, in Brno, sondern häufig oder häufiger. In diesem Monat bin ich zum zweiten Mal in Brünn. Das hat einen ganz bestimmten Grund, das möchte ich aber nachher sagen. Wichtige Informationen, das, was mich beschäftigt, finden Sie hier auf der, hinter sich auf diesem Bildschirm. Ich bin seit 2009 Professor für Kulturwissenschaften am Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaften. Und vielleicht fragen Sie sich, wie man Kulturwissenschaftler wird. In meinem Fall ist das so, dass ich eine Venia Legendi für Kulturphilosophie und für Germanistik habe. Also ich komme von der Germanistik. Ich habe mir gedacht, ich nenne Ihnen 3, 4 Sachen, die mich in den letzten Jahren beschäftigt haben. Das ist Kulturtheorie. Ein Buch von mir heißt Die Kultur und ihre Narrative und überlegt sich den Zusammenhang, warum Erzählen für Kulturen und für die Identität für Kulturen so bedeutsam ist. Dieses Buch ist auch in einer Übersetzung erschienen, die den passenden Titel zu dem Vortrag hat, nämlich The Architecture of Modern Culture Towards a Narrative Theory of Culture. Das letzte Buch kehrt zurück zu meiner Habilitation und heißt Die Dichter der Philosophen, wen das interessiert. Ich habe ein paar, nicht Exemplare mitgenommen, aber ein paar Karten, wo das Buch beschrieben ist. Und nun aber zu meinem Thema und vielleicht auch noch zu meinen Beziehungen zu Ländern wie Tschechien, der Slowakei oder Ungarn. Ich habe fast 10 Jahre lang Forschungsprojekte über diesen Raum, diesen imperialen, postimperialen Raum der Habsburger Monarchie gemacht, auch im Zusammenhang mit einer Webseite, die manche von Ihnen kennen werden, Kakanien Revisited. Und es ging darum, die österreichische Literatur, aber auch nicht nur die österreichische, auch die tschechische, slowakische, ungarische Literatur vor und nach 1918 unter einem neuen Blickwinkel zu verstehen, zu analysieren und zu begreifen. Ein Aspekt dieser Geschichte, und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich im November schon das zweite Mal da bin, ist das Projekt einer tschechisch-deutschsprachigen, tschechisch-österreichischen Edition der Werke dieses Mannes, den Sie hier finden, Jiří Grúša, mit dem ich das Vergnügen hatte, persönlich befreundet zu sein, den ich sehr geschätzt habe, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Es wird bei Barrister in Brno eine tschechischsprachige Ausgabe erscheinen und in Österreich, in Klagenfurt, in Zellowetz, eine Ausgabe im Wiesa Verlag, die sogenannte Klagenfurter Ausgabe. Dort sind auch schon das Benesch-Buch und ein Gespräch mit zwischen Václav Havel und Jiří Grúša erschienen. Und es freut mich auch sehr, dass zwei Mitarbeiter dieser Ausgabe, zwei tschechische Kolleginnen hier anwesend sind. Der Autor, über den ich heute sprechen werde, Robert Musil, oder wie man tschechisch sagt, Robert Musil, mit scharfem S, ja, aber das hat sich inzwischen auch in der österreichischen Germanistik schon durchgesetzt, Musil zu sagen. Also ganz korrekt, ich habe mich einfach an dem Musil ich bin bei Musil geblieben. Ich sage auch nicht Novalis, sondern Novalis. Das ist Gewohnheitsrecht, möchte ich mal sagen. Also dieser Autor hat, wie Sie wissen, klare Bezüge zum tschechisch-mährischen Raum, sage ich mal. Die Stadt B kommt auch im Roman vor, darüber werde ich auch kurz sprechen. Was mich aber besonders interessiert hat, war, ich bin ja sozusagen das Minderheitenprogramm in der diesjährigen Ringvorlesung als einziger Literaturwissenschaftler, was mich interessiert hat, war die Bedeutung
von Architektur in Literatur. Und das auf zwei Ebenen. Ja. Auf einer semantischen Ebene, wie kommt Architektur in literarischen Texten vor? Punkt 1. Punkt 2, kann man natürlich auch davon sprechen, dass ein Werk, das sozusagen Ruine geblieben bin, architektonisch gesprochen, auch eine architektonische Struktur hat. Alle Raumbegriffe und die Architektur dazu, gehört dazu, eignen sich besonders für Metaphorisierungen. Ja? Also wenn man vom Raum spricht, dann meint man fünferlei. Ja? Und die Architektur, die ja sozusagen die Lehre des Raumes ist und die Gestaltung des Raumes ist, eignet sich eben auch dazu. Man spricht also von Erinnerungsarchitektur und man spricht eben auch von der Architektur eines Romans und meint den inneren Aufbau. Ja, also ich danke natürlich auch der Dolmetscherin, also Mluvím Česky velmi spatně. Ich kann das nicht auf Tschechisch vortragen. Ich würde das wirklich sehr gerne, auch im Sinne eines gemeinsamen zentraleuropäischen Geistes, aber dazu reicht mein Tschechisch leider nicht. Ich werde relativ, was ich sonst nicht tue, vom Blatt ablesen, um einfach auch nett zu meiner Dolmetscherin zu sein und es auch Ihnen vielleicht leichter zu machen. Ich werde mich auch bemühen, langsam zu sprechen. Spätestens seit den formalistischen und strukturalistischen Schulen weiß die Literaturwissenschaft, dass literarische Werke, vor allem aber Romane, die modernen Epopoeen, das ist ein Ausdruck von Georg Lukács, einen architektonischen Aufbau besitzen und dass sie einen virtuellen Raum ausbilden, der sich in der Zeit bewegt. Der Mann ohne Eigenschaften erfüllt dabei ein Merkmal der programmatischen deutschen Frühromantik, wie sie Novalis und Friedrich Schlegel in Auseinandersetzung mit Goethes Roman Wilhelm Meister entfaltet haben. Es gipfelt in der Prämisse, dass der Aufbau eines modernen Romans in höchstem Maße rational sein muss und der Logik mathematischer Potenzierung entsprechen soll. Novalis' fragmentarisch gebliebener Roman Heinrich von Ofterdingen kann, und darin mag auch seine ästhetische Schwäche liegen, als ein solches programmatisches Werk der deutschen Romantik gelesen werden. Ein Werk, das zeigen will, was literarisch angewandte und ausgeübte Romantik ist und sein muss. Musils unvollendetes Opus Magnus hat eine bestechende, konstruktive Logik, die zuweilen an eine Stahlkonstruktion denken lässt. Es verfügt über eine Exposition, die der Darstellung und Ausstellung des Protagonisten gilt. Das ist das erste Buch und der erste Teil. Darauf folgt der Weg des Helden in die äußere Welt und seine Verbindungen zu den anderen Hauptfiguren des Romans in der Hauptstadt Kakaniens. Das ist das erste Buch und der zweite Teil. Und dann kommt die dramatische Fortsetzung, die Nationalitätenkonflikte, zum Beispiel in der Stadt B, sowie die privaten Liaisonen und Affären der Protagonisten und Protagonistinnen. Im zweiten Buch kommt es zum Ortswechsel in die von Deutschen und Tschechen bewohnte Stadt B. Dem romantischen Potenzierungsprinzip folgend, wendet sich der Roman dann mehr und mehr von der Außenwelt in die Innenwelt, vom physischen Außenraum in die Intimität eines Innenraums, von einer skeptisch-ironischen Distanz zu den äußeren Begebenheiten in einen höheren, intimen und inzestuösen Daseinszustand, der den Geschwistern Ulrich und Agathe vorbehalten bleibt. Erst im letzten Teil werden die Geschwister, deren exemplarische Beziehung am Ende scheitert, von der Wirklichkeit eingeholt, die in Gestalt des Ersten Weltkrieges über den Protagonisten hereinbrechen wird. Das ist natürlich auch ein
Datum, das uns bevorsteht, das Jahr 2014, aber das nur am Rand. Ob das als Scheitern des Helden zu lesen ist oder nicht, zu einer Versöhnung wie im klassischen Roman Goethes oder im romantischen Märchenroman von Novalis kommt es nicht mehr. Also es gibt einen Romanhelden, aber er entspricht nicht bei dem klassischen Chronotopos, dass er auf Umwegen irgendwo am Ende anlangt. Anderswo oder zu Hause. Das ist irgendetwas Drittes. Die Erfahrung des anderen Zustands mag als ein letztes Aufblitzen jener kristallinen Form von Romantik angesehen werden, die Musils Roman trotz aller Ungläubigkeit seines Helden und seiner Aversion gegen die verlogene Schwülstigkeit einer landläufigen Romantik in sich trägt. Mag der Roman auch stilistisch heterogen sein und traditionelle, moderne und postmoderne Bauelemente aufweisen, so deckt sich, metaphorisch gesprochen, die Architektonik des Romans nicht mit jener handfesten Architektonik, die der Roman in der Exposition des ersten Teils des ersten Buches enthält. Dominieren nämlich im Romanaufbau die funktionalistischen Bauelemente, so ist das Haus des Mannes ohne Eigenschaften ganz offenkundig von Kontingenz, Heterogenität und all jenen historischen Elementen bestimmt, die einem Zeitgenossen von Robert Musil, nämlich Hermann Broch, zutiefst verdächtig gewesen sind, wie sein in mehrfachen Versionen vorhandener Essay über Hoffmannsthal und seine Zeit zeigt. Literatur, Architektur und gelebtes Wesen des Wiener Fonds des Siècle sind für Broch der Inbegriff einer symptomatischen und grundlegenden Krise, einer Kultur, die bei aller äußeren Pracht in ihrem Inneren vollkommen leer geworden ist, eine reine Kulissenarchitektur. Hoffmannsthal, der geniale und zugleich zu spät gekommene Autor, der schwache Nachfahre Goethes und ein klassischer Autor des späten Historismus, ist die nicht untragische, aber repräsentative Figur dieses Zeitalters, jedenfalls für Hermann Broch. Ulrich richtet sich in dieser Welt ironisch, aber komfortabel ein. Die heterogene Struktur des kleinen Schlösschens, in der Ulrich Hof hält und seine sexuellen Abenteuer mit seinen Geliebten zelebriert, korrespondiert mit jener psychischen Fragmentierung, der der Roman seinen Titel verdankt. Der Mann ohne Eigenschaften lebt in einem Haus, das keine wirklichen Eigenschaften besitzt, das nicht wirklich etwas repräsentiert, nicht einmal die Abfolge der Jahrhunderte, sondern recht eigentlich nur seine kontingente Vielfalt an Stilelementen. Auf die rätselhafte Geschichte des ersten Kapitels mit dem mysteriösen Unfall und dem unbekannten vornehmen Paar, das Kapitel spielt ganz offenkundig mit avantgardistischen Desillusionstechniken und Hypothesen, folgt bereits eben ganz zu Anfang die Schilderung jenes Hauses, das vom Protagonisten des Romans Ulrich fortan bewohnt werden wird. Ganz offenkundig ist es an der näheren Peripherie der Stadt gelegen, der Hauptstadt, die keinen Namen trägt. Zitat: Die Straße, in der sich dieser kleine Unglücksfall ereignet hatte, war einer jener langen, gewundenen Verkehrsflüsse, die strahlenförmig am Kern der Stadt entspringen, die äußeren Bezirke durchziehen und in die Vorstädte münden. Sollte ihm das elegante Paar noch eine Weile weiter gefolgt sein, so würde es etwas gesehen haben, das ihm gefallen hätte. Die gesellschaftliche Randstellung, die Ulrich ungeachtet seiner Wohlhabenheit programmatisch einnimmt, korrespondiert mit seinem Wohnort in einem sozial, historisch und ästhetisch gemischten, stilistisch hybriden Areal. Noch ein Zitat:
Da war ein teilweise noch erhalten gebliebener Garten aus dem 18. oder gar aus dem 17. Jahrhundert. Und wenn man an seinem schmiedeeisernen Gitter vorbeikam, so erblickte man zwischen Bäumen auf sorgfältig geschorenem Rasen etwas wie ein kurzflügeliges Schlösschen, ein Jagd- oder Liebesschlösschen vergangener Zeiten. Genau gesagt, seine Traggewölbe waren aus dem 17. Jahrhundert. Der Park und der Oberstock trugen das Ansehen des 18. Jahrhunderts. Die Fassade war im 19. Jahrhundert erneuert und etwas verdorben worden. Das Ganze hatte einen etwas verwackelten Sinn. Verwackelt ist übrigens, spricht man auch von Bildern, dass sie verwackelt sind, ja, im Deutschen. Ich weiß nicht, wie man das, ob das diese Doppelbedeutung im Tschechischen, ob Sie dafür ein Wort haben. Ja, hatte einen etwas verwackelten Sinn, so wie übereinander fotografierte Bilder. Aber es war so, dass man unfehlbar stehen blieb und »Oh« sagte. Und wenn das weiße, niedliche Schöne seine Fenster geöffnet hatte, blickte man in die vornehme Stille der Bücherwände einer gelehrten Wohnung. Und nachdem dieses merkwürdige Haus, das am Ende der Passage schier in der allegorischen Figur einer schönen, weißen und niedlichen Frau gefasst wird, die ihre Fensteraugen aufschlägt, nachdem das beschrieben worden ist, wird dem Prinzip Umweg folgend zum ersten Mal noch ohne Namen die Hauptfigur des Romans eingeführt. Das ist wirklich die erste Stelle, wo der Protagonist ins Spiel des Romans kommt. Noch einmal ein Zitat. Diese Figur und dieses Haus gehören dem Mann ohne Eigenschaften. Und so dann heißt es, dass er sich in der Pose des Beobachters befindet, der die Beobachtungen des Erzählers gleichsam dupliziert. Er hat diesen Unfall, von dem im ersten Kapitel die Rede ist, beobachtet eben vom Fenster seines Hauses aus. Zitat: Er stand hinter dem Fenster, sah durch den zartgrünen Filter der Gartenluft auf die bräunliche Straße und zählte mit der Uhr seit 10 Minuten die Autos, die Wagen, die Trambahnen und die von der Entfernung ausgewaschenen Gesichter der Fußgänger. Ganz offenkundig besteht zwischen den zeitgeistigen Interessen des technisch versierten Protagonisten und dem kleinen historisch gemixten Schloss eine Diskrepanz. Es ist jener Kontrast zwischen der modernen, entzauberten naturwissenschaftlichen Welt und seinem topografisch und chronotopischen Gegenstück, der verhangenen und vergangenen Gegenwelt aus der Geschichte. Und doch besteht zugleich ein struktureller Zusammenhang. Zum einen nämlich ist dieser Ort ein Heterotop für einen Menschen, der gar nichts tut und der Urlaub vom Leben genommen hat, um von diesem Ort aus eine Sonderbeobachtung, also ganz im Sinne der Systemtheorie, Luhmanns zum Beispiel, vorzunehmen. Zum anderen aber besteht, und das ist vielleicht noch bedeutsamer, ein Zusammenhang zwischen der Hybridität der äußeren Architektur und der Hybridität des Mannes ohne Eigenschaften. Bei seinem Wohnraum handelt es sich um einen vergessenen Ort, der zum Zeitpunkt des Romansgeschehens weder Ort noch Nichtort im Sinne des französischen Kulturanthropologen Marc Auger ist. Orte nennt der französische Theoretiker räumliche Entitäten, in denen Menschen sich dauerhaft aufhalten und die entsprechend eindeutig symbolisch markiert sind. Nichtorte sind hingegen transitorische, spatiale Gegebenheiten, an denen man sich stets nur zeitlich begrenzt aufhält und die entsprechend schwach markiert sind. Ulrichs Haus ist zwar symbolisch markiert, aber seine Bewohnbarkeit in einem tieferen Sinn des Wortes steht zur Disposition. Das Lustschlösschen ist auf keinen Fall für das Leben eines Mannes ohne Eigenschaften konzipiert, hat aber eine Schnittmenge von Ähnlichkeiten mit ihm.
die skurrile Architektur in ihrer räumlichen und zeitlichen Deplatzierung ist nämlich der angemessene Ort für einen Menschen, der selbst ortlos ist, auch wenn er kulturell besehen nicht fremd ist. Er ist zudem exklusiv im Hinblick auf die Masse der Spießbürger, die in dem Kapitel Erwähnung finden, aber auch angesichts eines Zeitgeistes, dem Ulrich fortwährend zu widerstehen trachtet. Das Gebäude ist in seiner strukturellen Verfasstheit so kontingent wie die seelische Architektur seines Bewohners, der sich zu dem Schlösschen ironisch und zugleich nostalgisch verhält. Es gibt keinen zwingenden Grund, in diesem peripheren, vergessenen Bau zu wohnen. Es gibt aber auch keinen Grund, nicht darin zu wohnen. Oder vielleicht gibt es doch einen Grund, nämlich jenen, dass der Mann mit Eigenschaften, sich niemals diesen scheinbar sinnlosen Luxus leisten würde. Nicht zuletzt, weil dieser zur Gentry aufgestiegene Bürger und Mann mit Eigenschaften diesen Erwerb für einen sinnlosen Akt hält. Also der Kauf ist auch ein Protest gegen den Vater im Roman. Zitat: Als er, der Vater, die Geschichte mit dem Schloss erfuhr, erschien sie ihm als die Verletzung einer gesetzlich nicht umschriebenen, aber desto achtsamer zu respektierenden Grenze. Und er machte seinem Sohn Vorwürfe, die noch bitterer waren als die vielen Vorwürfe, die er ihm im Laufe der Zeiten schon gemacht hatte. Ja, geradezu wie die Prophezeiung eines bösen Endes klangen, das nun begonnen habe. Das Grundgefühl seines Lebens war beleidigt. Wie bei vielen Männern, die etwas Bedeutendes erreichen, bestand es fern von Eigennutz aus einer tiefen Liebe für das sozusagen allgemein und überpersönlich Nützliche. Mit anderen Worten, aus einer ehrlichen Verehrung für das, worauf man seinen Vorteil baut, sondern in Harmonie und gleichzeitig damit und aus allgemeinen Gründen. Von Kierkegaard stammt der Satz, wonach Hegel eine Philosophie geschaffen habe, in der man nicht wohnen könne. Aber genau um die Frage der Bewohnbarkeit der Welt in der Moderne kreist Musils Roman. Lange vor Sedlmayrs Diagnose, ein österreichischer Kulturhistoriker, der diesen Begriff der Verlust der Mitte geprägt hat. Lange bevor Sedlmayrs Diagnose vom Verlust der Mitte oder Holthusens Formel von der Unbehaustheit des modernen Menschen, steht die im Roman an prominenter Stelle platzierte Hausmetapher für die Gebrochenheit moderner menschlicher Existenz. Zitat: Als er dabei sein Haus bestellte, wie es die Bibel nennt, machte er eine Erfahrung, auf die er eigentlich nur gewartet hatte. Er hatte sich in die angenehme Lage versetzt, sein verwahrlostes kleines Besitztum nach Belieben vom Ei an neu herrichten zu müssen. Von der stilreinen Rekonstruktion bis zur vollkommenen Rücksichtslosigkeit standen ihm dafür Grundsätze zur Verfügung. Und ebenso boten sich seinem Geist alle Stile, von den Assyrern bis zum Kubismus an. Was sollte er wählen? Der moderne Mensch wird in der Klinik geboren und stirbt in der Klinik. Also sollte er auch wie in einer Klinik wohnen. Damit sind wir aber ans Zentrum einer Architektur der Moderne angelangt. Die Beliebigkeit des Bauens, die Möglichkeit, alle in Zeit und Raum existierenden Baustile zu kopieren, also von den Assyrern bis zum Kubismus, bildet wiederum den Ausgangspunkt für Sedlmayrs spätere konservative kulturelle Diagnose, dass der Okzident seit dem Barock die Fähigkeit verloren habe, einen verbindlichen Baustil zu entwerfen. Denn wo alles möglich ist und wo Architekten je nachdem neugotische, antike oder byzantinische Gebäude errichten können, da ist jede innere Verbindlichkeit zerbrochen. Der Historismus ist das Symptom dieses Verlustes, den Hermann Broch mit Blick auf die Innenarchitektur der Moderne und auch der Wiener Moderne als Werteverlust und als symbolisches Vakuum ordnet.
Ulrich verschmäht es, in einem funktionalen oder funktionalistischen Haus zu wohnen, das in seiner Kühle einer Klinik ähnelt. Musils Protagonist misstraut nämlich den Utopien seiner Zeit und ihren strukturell totalen, wenn nicht totalitären Versprechungen. Er glaubt auch nicht, dass der funktionalistische Baustil imstande ist, die symbolische Verwahrlosung des Historismus zu überwinden. Nicht als Ideologie, wohl aber als Symptom einer beliebig gewordenen Welt spricht dieser eine unbequeme Tatsache aus, die die diversen Modernismen, der Kubismus in der Malerei oder der Funktionalismus in der Architektur geflissentlich überspielt. Dass nämlich die Moderne eine Epoche der Beliebigkeit ist, in der es sich, so scheint es wenigstens im ersten Teil, in der es sich ironisch komfortabel leben lässt, was freilich auf ein Leben in Distanz zur Welt und damit konsequentermaßen zu sich selbst hinausläuft. Der zweite Teil zeigt indes, dass auch Ulrich nicht frei ist von utopischen Sehnsüchten, nämlich dort wieder wohin zu gelangen, wo man sich nicht zufällig aufhält. Das scheint mir übrigens eine gute Definition von Kontingenz zu sein, wieder wohin zu gelangen, wo man sich nicht zufällig aufhält. Konsequenterweise wird sich sein Wohnort in eine Stätte verwandeln, in dem intimer Rückzug möglich ist. Der verwahrloste Ort wird zu einem Monasterium, zu einem Kloster à deux, einem sehr erotisch aufgeladenen natürlich. Und an die Stelle der lasziven und fresssüchtigen Geliebten Leona, einer Varieté-Künstlerin mit feuchtem Dunkel in den Augen, die gefühlvolle Wiener Lieder vorträgt, die sie an Stelle unsüchtiger singt, wie es im Roman heißt, wird Agathe, die Schwester, treten und sie wird den Raum in einen Ort für heilige Gespräche verwandeln. Also deshalb der Ausdruck Monasterium. Der Mann, von dem es heißt, dass er in seine Heimat zurückgekehrt sei, also der Mann ohne Eigenschaften, verschmäht es, in einem funktionalistischen Haus zu leben, das einer Klinik zum Verwechseln ähnlich ist. Zitat, diese Forderung hatte soeben ein führender Baukünstler aufgestellt. Man kann natürlich raten, wir können das auch in der Diskussion raten, wer damit wohl gemeint ist. Und ein anderer Reformer der Inneneinrichtung verlangte verschiebbare Wände der Wohnungen mit der Begründung, dass der Mensch dem Menschen zusammenlebend Vertrauen lernen müsste und nicht separatistisch sich abschließen dürfe. Es hatte damals gerade eine neue Zeit begonnen, das ist ein Verfremdungseffekt, es hatte damals gerade eine neue Zeit begonnen, denn das tut sie an jedem Augenblick, und eine neue Zeit braucht einen neuen Stil. Ganz offenkundig hat Ulrich, der wie sein Erzähler den neuen Baustil ironisch kommentiert, dieses stilistisch hybride Schlösschen mit seinen, wie es heißt, drei Stilen übereinander erworben, weil es dem funktionalistischen Zeitgeist und seinem Absolutismus, weil er dem funktionalistischen Zeitgeist und seinem Absolutismus der Tabula Rasa entgehen möchte. Dieses Palais, wie es am Ende des fünften Kapitels genannt wird, besitzt schon mehrere ästhetische Bauelemente. Der neue funktionalistische wäre da nur ein weiterer. Aber mit dieser Abwehr ist Ulrich nicht der Frage enthoben, wie er seinen Wohnort ausgestalten soll. Und es ist ihm auch klar, dass zwischen seiner paradoxen Selbstkonstruktion als Mann und als Mann ohne Eigenschaften und seinem Domizil ein Zusammenhang besteht. Er fühlt sich, wie es heißt, von der Verantwortung, sich ein Haus einrichten zu dürfen, gewaltig aufgerüttelt. Die Drohung von Fachzeitschriften, sage mir, wie du wohnst und ich sage dir, wer du bist, wird zu einer Art kategorischen Verpflichtung zum Ausbau der eigenen Persönlichkeit. Die Einrichtung des Hauses ist Ausdruck und Metapher für die moderne, konstruktive Arbeit an der eigenen Identität, an einem Selbst, das zunehmend befremdlich erscheint, so befremdlich wie das scheinbar zufällig erworbene Schlösschen. In einem ersten Schritt beginnt Ulrich selbst Hand an dem vorgefundenen Bauwerk anzulegen. Er scheitert dabei ebenso wie bei der Bildung seiner Persönlichkeit. Also man könnte auch sagen, der Mann ohne Eigenschaften ist ein Anti-Bildungsroman.
Wenn er sich nämlich eine wichtige Eindrucksform, wie es heißt, ausgedacht hat, fällt ihm ein, dass er sie doch genauso gut durch eine technisch schmalkräftige Zweckform ersetzen könnte. Und wenn er schließlich eine von Kraft ausgezehrte Eisenbetonform entwirft, kommen ihm die merzhaft mageren Formen eines 13-jährigen Mädchens in den Sinn. Also scheinbar etwas nicht sehr erotisch Anziehendes, die ganz offenkundig mit seinen erotischen Obsessionen im Widerstreit liegen. Die Zimmer, es geht um die Innenarchitektur, die Zimmer, die er entwirft, verlieren zunehmend die Eigenschaft, praktikabel und ausführbar zu sein. Drehzimmer, kaleidoskopische Einrichtungen, Umstellvorrichtungen für die Seele. Und sie führen in ein Vakuum, in eine Inhaltslosigkeit, die den Kern der Architektur der Moderne zu bilden scheint. Schließlich wird ihm bewusst, dass sein Tun keinerlei Mittelpunkt hat. Der Mensch wird in den Möglichkeiten und Plänen durch, Zitat, Vorurteile, Überlieferungen und technische Schwierigkeiten beschnitten. Ende. Nachdem er diese Erfahrung bei der Konstruktion seines Hauses gemacht hat, tritt er die Flucht nach vorne an. Dabei nimmt sein programmatischer Möglichkeitssinn eine ziemlich bizarre Form an. In einem so rhetorisch wie willkürlichen Akt startet er einen zweiten Versuch, das Problem seines Hauses zu lösen. Zitat, er überließ an diesem Punkt seiner Überlegungen die Einrichtung seines Hauses einfach dem Genie seiner Lieferanten, in der sicheren Überzeugung, dass sie für die Überlieferung, Vorurteile und Beschränktheit schon sorgen würden. Er frischte nur die alten Linien auf, die von früher da waren, die dunklen Hirschgeweihe unter den weißen Wölbungen der kleinen Halle oder die steife Decke des Salons und tat im Übrigen alles hinzu, was ihm zweckhaft und bequem vorkam. Aber damit kehrt sich die Tätigkeitsform vom Pluspol eigenen Handels zum freiwillig gewählten Negativpol des passiven Behandeltwerdens um. Der beruflich untätige Protagonist gibt auch in der Konstruktion seines Hauses die sichtbare Ausdrucksform seines Selbst und seiner Identität jede Art aktiven Tuns auf. Er lässt sich treiben und überlässt die Einrichtung seines Hauses dem Geschmack von gewiss nicht billigen Einrichtungsfirmen. Es geht nicht um IKEA, das es damals natürlich noch nicht gab, aber zum gleichen Zeitpunkt sind die Vorläufer von IKEA im Übrigen schon entstanden. Ich denke natürlich an das Bauhaus. Ja. Ironisch bestätigt er sich dabei, was unter der Condition moderne ohnehin der Fall ist, was seinesgleichen geschieht, um ein anderes Kapitel aus dem Buch zu zitieren. Die Lieferanten, Möbel, Teppich und Installationsfirmen verwandeln das Haus in eine Residenz, der nur die aufgezogene Uhr, die Equipagen und die vornehmen Damen von Welt fehlen, die die Auffahrt zu dem hybriden Prachtbau emporgerollt kommen. Aber damit lebt Ulrich in einem historischen Museum und an einem Ort, der gar nicht für das Wohnen vorgesehen ist, sondern eher für die Repräsentation. Als das kleine Palais fertig ist, fragt er sich ungläubig, ob dieses Gebäude das Leben ist, das seines werden soll. Damit wiederholt sich eine Ambivalenz, die schon am Beginn des Hausprojektes stand, dass das Verhältnis zwischen ihm und dem Haus ein denkbar gleichgültiges ist und dass es dieses Verhältnis ist, das seiner Seelenlage entspricht. Zitat, er war vom Mond zurückgekehrt und hatte sich sofort wie am Mond eingerichtet. Die Heimkehr, das was man altgriechisch Nostos nennt, ist unter dieser Bedingung etwas, das nicht stattfindet. Es hat durchaus etwas von selbstverordneter Schmerzzubereitung, ich vermeide den Ausdruck des Masochismus, selbstverordnete Schmerzzubereitung, wenn Ulrich auch sein privates Leben nach dem gleichen Prinzip organisiert. Denn die Varieté-Sängerin, der er den Namen Leona Löwin gibt, nimmt sich wie eine Figur aus einem Katalog aus. Zitat, wenn man sein Haus bestellt, soll man auch ein Weib freien.
Ulrichs Freundin in jenen Tagen hieß Leontine und war Liedsängerin in einem kleinen Varieté. Sie war groß, schlank und voll, aufreizend leblos, und er nannte sie Leona. Wie beim Bau bzw. der Rekonstruktion seines Hauses lässt Ulrich, der Protagonist, das Prinzip Zufall gewähren. Wenigstens in seiner Interpretation könnte er auch eine ganz andere Geliebte besitzen, was ja auch einige Kapitel später geschieht, wenn er sich, wie es heißt, in einem Zustand von Schwäche eine neue Geliebte zuzieht, ja, die die vorhergehende Löwin aus dem Varieté im Roman zum Verschwinden bringen wird. Auch hier ist nicht von Liebe und nicht einmal von einem unwiderstehlichen sexuellen Begehren die Rede. Es ist nicht zufällig oder nicht umsonst heißt es in dem Folgekapitel, dass es ihm unangenehm wäre, seine Zeit wieder für eines dieser Liebesabenteuer hergeben zu müssen, deren er längst satt war, als sich eine verschleierte Dame bei ihm einfindet. Diese Distanz hindert ihn nicht, sein Haus zu einem erotischen Abenteuerspielplatz zu machen. Zitat: Zwei Wochen später war Bonadea schon seit 14 Tagen seine Geliebte. Was das Leben liefert, Mobiliar, Menschen, wird unter dem Pathos der Distanz, für das der Blick vom Fenster auf die moderne urbane Welt steht, angenommen. Und wie die Möbel und die Fassaden anders sein können, als sie sind, so geht es auch mit den Frauen, die im Übrigen nicht gefreit werden, sondern die im Roman, je nachdem, kommen und gehen und zuweilen auch wiederkommen. Ulrich ist eine zutiefst experimentell konzipierte Figur, an der die Widersprüche und Unheimlichkeiten einer unwohnlich gewordenen Welt ausgelotet werden. Ein Monsieur Vivisecteur, der im und um den Ennui herum lebt. Die zeitgeistig rekonstruierte Residenz, die den schalen und verwahrlosten Zustand übertüncht, ist das passende Entrieur für einen Helden, der den Typus des Gelehrten, des Sportlers und des Bohemien in sich vereinigt. Diese Wohnform ist anders als für Broch und Sedlmayr zunächst kein Skandalon, weil Ulrich um die Lüge dieses Wohnens weiß und damit keine Identitätssetzung verbindet. Er lebt in dem zeitgeistig eingerichteten Haus, wie schon gesagt wurde, auf dem Mond. Und Mond, das meint hier auch das Wohnen in einer Einsamkeit, die tiefgreifender ist als die zeitwellige Abwesenheit von jenen Mitbewohnern, mit denen zu leben, der neue funktionalistische Baustil der Epoche so nachdringlich empfohlen hat. Nimmt man die Wohnform und die Architektur in Musils Roman in ihrer metaphorischen Bedeutung, dann hat Musil eine nicht-marxistische Theorie der Entfremdung vorgelegt, die diese im Sinn eines Distanzgewinns beschreibt. Zwar ist, um noch einmal auf Kierkegaard zurückzukommen, Musils Haus nicht eines, in dem man unbedingt leben möchte, aber es ist im metarealistischen Modell des Romans eine Denkmöglichkeit. Das Fremdwerden der Welt, Markenzeichen der symbolischen Architektur der Moderne, wird als ein Perspektive- und Reflexionsgewinn beurteilt. Ohne den Blick aus dem Fenster des unmöglichen Gebäudes wäre eine solche Sichtweise, wie sie der Roman auf doppelte Weise entwirft, durch den Blickwinkel, den Fokus des Protagonisten, aber auch durch die Gesamtanlage des Werkes und seinen Erzähler kaum möglich. In der marxistischen Tradition wurde Entfremdung, ich denke auch an den frühen, auch vormarxistischen Lukács, Entfremdung im Sinne einer Spaltung von Subjekt und Objekt begriffen, die auf ihre Überwindung hinzutreibt. In Musils Wohnmetapher tritt an ihre Stelle eine Gespaltenheit eines bodenlosen Subjekts, das aus der Entfremdung ein Moment köstlicher Freiheit bezieht. Der Möglichkeitssinn, der nicht zuletzt aus dieser Entfremdung, dieser Lockerung aller menschlichen Beziehungen erwächst, macht Undenkbares möglich und erschüttert den Wirklichkeitssinn der Väter. Wohnen wird zu einem Provisorium. Ulrich könnte auch ein anderes Haus bewohnen, freilich keines, das auf einen festen, utopischen Glauben gegründet ist, der Verbindlichkeit erheischt und einfordert. Das Palais, das er bewohnt,
hat so wenig Eigenschaften wie sein einziger solitärer Bewohner, wobei die statische Qualität des eigenen entscheidend ist. In verschiedenen Sprachen wird ja dieses Eigenschaftlosigkeit without qualities oder sowas übersetzt. Ich halte das für einen ziemlichen Blödsinn. Ja? Es geht nicht darum, dass der keine Qualitäten oder sowas hat, keine Qualities hat. Es geht tatsächlich um dieses Eigen an den Eigenschaften. Und ich bin nicht sicher, wie man das gut im Tschechischen übersetzen kann, dass es um die Eigenschaften und nicht um die Fremdschaften geht. Ja? Also das ist ein schwieriges Problem, das Übersetzen. Aber das ist nur ein anderes Thema. Das Haus, das Ulrich bestellt, ist eben im Gegensatz zu einer landläufigen Werbeprospektsprache kein Eigenheim, sondern ein Wohnort, der unter den Bedingungen forcierter Modernität programmatisch und prinzipiell fremd bleibt und fremd bleiben muss. Die tiefe Skepsis, die den Roman durchzieht, vereitelt sämtliche ideologisch durchtränkten Utopien und darunter auch jene, dass ein neuer Baustil den Menschen eine neue, den Anforderungen einer technischen und kulturellen, heterogen gewordenen Welt entsprechende Wohnstätten schaffen könnte. Das hängt auch damit zusammen, dass der im Roman programmatisch verkündete Möglichkeitssinn als Öffnung in die Zukunft zwar die historisch überladene Wirklichkeit untergräbt, aber eben nicht mit einem positiven neuzeitlichen Utopismus verwechselt werden kann und darf. Politisch gewendet kann man sagen, dass Musil die konservative Ordnung der Dinge als unhaltbar einschätzte, aber nicht der Bewohner so zum Beispiel sozialistischer Utopien war, wie sie etwa das Bauhaus der 1920er Jahre in Deutschland verkörperte, also zum Zeitpunkt, als der Roman geschrieben wurde. Dass die Idee eines neuen, zeitgemäßen, mehr oder minder verbindlichen und zugleich sozialen Wohnbau programmatisch in ihrem formelhaften Titel trug. Bauhaus. Es gibt übrigens eine Kette, die heute auch wieder Bauhaus heißt, aber das nur nebenbei. Erstaunlich ist übrigens der Gegensatz zu einem anderen bedeutenden Kopf, der auch mit Architektur sich beschäftigt hat. Kein Literat wie Musil, aber ein philosophischer Mensch wie Musil, nämlich der Philosoph Wittgenstein, der seinen philosophischen Modernismus mit dem Entwurf einer funktionalistischen Villa verband, die er zusammen mit einem befreundeten Architekten im dritten Wiener Gemeindebezirk für seine Schwester konzipierte und sodann errichten ließ. Also wenn ich das biografisch runterbreche, und dann sind sozusagen das Vorbild für dieses Palais von Musil und der reale Bau von Wittgenstein nicht einmal einen Kilometer auseinander, viel, viel weniger. Aber das wäre ein Thema für einen anderen Vortrag. Dekuyen, Dankeschön. Und so wie ich das sehe, werde ich dann mein eigener Diskussionsmoderator sein, aber ich kann es auch ganz harmlos sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie ein paar Fragen stellen. Aber jetzt kommt meine Gastgeberin, für die ich mich auch ganz herzlich noch einmal bedanken möchte, dass sie das alles so wunderbar organisiert hat. Ja, also Fragen oder Diskussionsbeiträge. Mich hat, also muss ich sagen, ganz begeistert die Beschreibung des Hauses, auch was die Staat betrifft und so weiter. Da finden Sie eigentlich ein Gleichnis zwischen dem Haus und dem Staat, in dem der Mann eigentlich lebte. Das meine ich eigentlich, also was ich sehr interessant fand, eben diese, dass er eigentlich ein altes Haus rekonstruierte, nicht gleich ein neues baute, dass eigentlich alles möglich war, aber nicht irgendein Utopie und so weiter, also irgendwie konservativ, bodenständig oder eigentlich begeistert für Verschiedenes, aber trotzdem nicht für alles und nicht irgendwie hundertprozentig oder etwas in dem Sinne. Ja, das ist eine, ich sage das nicht rhetorisch, natürlich eine sehr gute Frage. Man könnte die Hausmetapher, ich habe sie sozusagen auf die Person als Prototyp einer Epoche gesehen, deren Brüchigkeit ja auch durch den ganzen Romanverlauf sichtbar ist, bezogen. Aber man könnte natürlich auch dieses baufällig gewordene Haus mit der Konstellation der Monarchie verbinden.
Aber ich denke, Mosel ist ein bisschen vorsichtiger. Ich habe das letzte Mal über Josef Roth gesprochen, vor einem Jahr. Es ist ja nicht so, die Leute, die fühlen sich eigentlich wohl. Und der Roman, eine Wirkung dieses Romans besteht doch in der Ahnungslosigkeit der Protagonisten, die im Gegensatz zu Ulrich eigentlich finden, dass sie sich gut eingerichtet haben, die nach neuen Ideen stimmen, die Sexualität verändern wollen, den Baustil verändern wollen, die Psychoanalyse geschaffen haben, die Sozialdemokratie geschaffen haben. Also die finden das alle eigentlich, sind die ganz hoffnungsfroh, ja. Das heißt, die sind nicht so alle so, wie soll ich sagen, so depressiv und so weiter. Einzig dieser Ulrich spielt diese Ausnahmefigur und ist damit die Brücke zum zeitgenössischen Leser. Denn während die Protagonisten ahnungslos sind, dass sie dem Ende zusteuern, sind ja die Leser und die Hauptfiguren, der Erzähler, die wissen das schon. Ja, also Sie kennen das sicher aus Literatur- und Romantheorien, dass die Frage, wer weiß was, in einem Roman oder einem Film ganz wichtig ist. Und in diesem Roman ist es eindeutig so, dass die Leser und der Erzähler, der mit ihnen im Bunde ist, mehr wissen als die Figuren. Aber prinzipiell haben Sie natürlich recht, man könnte diese ganze Metapher auch im Hinblick auf den Zustand und die Konflikte dieser Monarchie sehen, aber auch vielleicht im Hinblick sozusagen auf die Perspektive der Roman selber hat, der also nicht glaubt, dass sozusagen nach diesem Zusammenbruch sozusagen das vollständig Neue ist, von dem ja alle zum Beispiel auch avantgardistischen Manifeste ausgegangen sind. Mir scheint es übrigens kein Zufall zu sein, dass Brünn zu einer Stadt des Funktionalismus geworden ist. Es gibt ja nicht nur die Villa Tugendhat, sondern ich hatte auch das Vergnügen, viele andere funktionalistische Privatvillen anzusehen, weil es sehr gut koppelbar ist, sozusagen zu dieser Aufbruchssituation des Republikanismus und so weiter in der tschechischen Ersten Republik. Also sozusagen dieses Festhalten, auch dieser Ästhetik des Fonds de Siècle, und dann natürlich dieser Widerstand von Los, Ornament ist Verbrechen und so weiter, das hat natürlich mit der Befindlichkeit zu tun. Ja, danke schön und Entschuldigung, meine lange Antwort. Beiträge oder Fragen? Die Stadt B ist auch, wie das Haus ohne Eigenschaften, eigentlich eine Stadt, wo das Gesicht nicht zu den anderen Körperteilen irgendwie passte. Könnten Sie auch da vielleicht eine Parallele sehen, sagen wir, zwischen dem Haus irgendwo in den Vororten der Haupt- und Residenzstadt und dann der Stadt B, der kagalischen Stadt Schlechtine, die hier auch mit seiner ironischen Distanz geschildert wird, aber eigentlich auch so ganz bunt zusammengewürfelt ist? Ja, danke auch für diese Frage. Schüler von mir in Birmingham, der Malcolm Spencer, hat ein ganzes Kapitel seiner Dissertation diesem historischen Konflikten in der Stadt B gewidmet. Das vielleicht auch nur als Hinweis, dass das sozusagen auch aus dieser Perspektive hin erforscht wird. Aber der Nationalismus ist ja etwas ganz Merkwürdiges, ja. Bei diesem Nationalismus haben ja die Leute durchaus das Gefühl, jeder von ihnen hat ein Haus. Ja? Das ist ja, wie wir heute sagen würden, Identitätspolitik. Ja? Und das Haus des Mannes ohne Eigenschaften zeichnet sich ja dadurch aus, dass es nicht mit Identität besetzt ist. Also von daher könnte man sagen, die Konflikte, die in der Stadt B dargestellt werden, übrigens wird die Stadt B nicht sehr plastisch, die Stadtarchitektur gezeichnet, aber das hat sie mit der Stadt, die nicht W heißt, im Roman gemeinsam. Ja, das wird, aber es ist nicht eine, dieses Schlösschen wird ja sehr relativ eingehend und programmatisch dargestellt, aber der Nationalismus wird einem Doppelten gesehen. Auf der einen Seite hat er mit diesen ideologischen Endzeitvorstellungen zu tun. Also wenn wir das geschafft haben, dann wird die Welt viel besser sein und auf der gleichen Ebene wie die anderen Ideologien in dem Roman behandelt. Und auf der anderen Seite haben Sie natürlich recht, das ist sozusagen, er sagt, ja, was hält eigentlich dieses merkwürdige Gebäude dieser Habsburger Monarchie zusammen? Und dann sagt er doch in diesem berühmten achten Kapitel, dass jeder jeden gehasst hat. Ja? Also die Abneigung jedes gegeneinander, ja? das ist sozusagen das, was das zusammenhält. Und das sagt er auch, das sei das Moderne. Ja?
Denn an diesem Punkt ist die Habsburger Monarchie ein Vorbote des modernen Individualismus, der sich immer durch Abgrenzung, durch Abneigung, durch Ressentiments gegenüber dem anderen auszeichnet. Ob das jetzt ein Einzelner ist oder eine Gruppe. Von daher ist der Nationalismus auch etwas anderes. Ja? Nämlich nicht nur eine dieser säkularen, tendenziell totalitären Ideologien, sondern es verkörpert sich in ihm ein modernes Prinzip, nämlich die Abgrenzung. Und es wird sozusagen kein Ende dieser Art von Differenzierung stattfinden. Aber ich würde das Haus von Ulrich eben nicht, da liegt für mich auch eine Grenze, ehrlich gestanden, nicht einfach eins zu eins umlegen, das ist sozusagen, das Haus ist die Allegorie der Monarchie. Also bei Thomas Bernhard in der Auslöschung kann man sagen, ja, Wolfseck, das hat schon was sozusagen, das ist allegorisch gemeint, ja. Aber ich würde nicht sagen, dass das Haus in dem Sinn allegorisch ist für den imperialen Komplex der Habsburger Monarchie. Ja, noch weitere Wortmeldungen? Entschuldigung, Herr Professor, wie heißt diese Dissertationsarbeit von Ihren Schülern? Ja. Von Malcolm Spencer? Nein, ich habe es jetzt nicht im Kopf und möchte, es ist immer beleidigend, wenn man den Titel nicht hundertprozentig richtig sagt, aber wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben, dann schicke ich Ihnen den. Ja? Es ist bei Ransom House, glaube ich, 2009 oder 2010 erschienen und es ist relativ leicht zu finden in einem Katalog. Ich denke, die Universität Wien hat es auf jeden Fall, vielleicht hat es auch die Universität Brno. Sie sollte es eigentlich haben, denn es ist doch ein Werk, das sozusagen genau diesen historischen, also Spencer liest, das ist eine Leistung und eine Grenze, liest das Ganze ein bisschen wie einen historischen Roman. Ja? Diese historische Unterlage hat es natürlich, aber es ist auch mehr. Ja? Das habe ich ihm vom Anfang an gesagt, aber ich meine, das Werk ist so umfangreich, dass sozusagen auch eine Analyse, die historische Referenz mal ausleuchtet, sehr verdienstvoll ist. Ja? Wenn es mir noch einfällt, der richtige Titel, dann sage ich es Ihnen nachher. Ja, noch Wortmeldungen, Anfragen? Kann das sein, dass der Mann ohne Eigenschaft nur eigentlich nachträglich ist und seiner Sichtweise von der Stelle Habsburger Monarchie geprägt hat? Also dass man jetzt, dass er jetzt so die Optik ist für diese Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Weil also mich hat das so viel stärker, als das vielleicht in der Realität so gewesen ist. Also ich habe jetzt dabei erkannt, dass mein Bild von der Spätmonarchie eigentlich viel eher diesem Mann ohne Eigenschaften nach oder ihm entlang irgendwie geschaffen ist. Und wenn das dann heißt, dass er damit eine Ausnahme gewesen ist, also dass all seine Freunde irgendwelche Ideale vertreten haben oder zumindest auf irgendwelche, also wie auch gebrochene Utopien geglaubt haben, dann ist das für mich eigentlich eine Überraschung. Deswegen würde ich fragen, ob man das jetzt historisch sagen könnte, dass er sozusagen, also dass der Mann ohne Eigenschaften zu einer Art, in unserer, vielleicht auch tschechische Optik für die Spätzeit der Monarchie geworden ist. Ja, das ist natürlich auch wieder eine sehr interessante Frage, die mich zu einem weiteren Vortrag stimulieren könnte. Auf jeden Fall, um eine These aus der Kultur und ihre Narrative aufzubauen oder stark zu machen, jede Form von Erzählen ist nicht einfach nur ein Erinnern oder ein Nacherzählen oder ein Abbilden von Vergangenheit, sondern ist deren Interpretation, vor allem diese. Und man könnte natürlich eine Typologie von Imperien-Interpretationen, also von Habsburg-Imperium-Interpretationen, schon im österreichischen Kontext auseinanderhalten. Es gibt auch im österreichischen eine sozusagen gauchistische, die antiimperial ist, ja, und die sich vielleicht mit den nationalliberalen Bewegungen in der Tschechoslowakei, in den südslawischen Ländern, vielleicht auch in Ungarn, verbinden könnte. Ja, also die sozusagen scharf ablehnend ist, sozusagen Stichwort Völkerkerker. Und dann gibt es sozusagen als Reaktionsbildung auf die Gefährdung der Demokratie
die Enttäuschung über den Nationalsozialismus, darüber habe ich das bei Josef Roth gesprochen, sozusagen der Versuch einer, nicht mal Nostalgisierung, sondern sozusagen einer märchenhaften Inszenierung einer retrospektiven Utopie. Also sozusagen, wir hatten eigentlich schon Europa, aber wir haben es gar nicht gewusst. Ja? Wir haben das vollkommen missverstanden. Natürlich hatte die ihre Fehler und so weiter und so fort. Und Musils Position ist eine ironische dritte Perspektive. Auch sie enthält, je länger der Roman anhält, desto positiver werden diese konservativen Politiker wie der Leinsdorf gesehen. Sozusagen, das sind die einzigen, die ein bisschen durchblicken und die mehr Bescheid wissen als diese Deutschen oder auch anderen Nationalisten. Es kommen ja eigentlich nur deutsche Nationalisten, also völkische, vor. Und dieses Spannungsverhältnis und diese Ironie, die er aufrechterhält, erscheint uns wahrscheinlich heute angemessener. Und natürlich könnte man sagen, für die heutige Interpretation, die also weder in die eine noch in die andere Falle trappen will, kann man auch sagen, ist sozusagen diese Interpretation immer noch sehr erfrischend, zumal sie etwas macht, was auch ganz entscheidend wichtig ist. Sie fasst die Geschichte der Monarchie in eine Geschichte der Moderne, der westlichen, der europäischen Moderne mit ein. Und das scheint mir ihr großer Vorzug zu sein. Natürlich ist meine Interpretation oder auch die Interpretation anderer Kolleginnen und Kollegen natürlich auch eine Kontextualisierung. Ja. Ob Robert Musil das so in Anführungszeichen intentional gesehen hat, wie ich das sozusagen über 80 Jahre nach dem Erscheinen des Band 1 des Mann ohne Eigenschaften, das ist sehr die Frage, aber du weißt auch, dass wenn ein literarischer Text einmal entlassen ist, dann gerät er außer Kontrolle und es wandeln sich auch seine Interpretationen. Aber ich denke, diese Interpretation, die ich hier angedeutet habe, das ist ja nur ein Entwurf, die kann ich doch ganz gut durch Textpassagen belegen, und ich fand es sehr spannend über den Hintereingang, über diese Architektur. Ich habe mir überlegt, wie ein Mann mich eingeladen hat, was soll ich jetzt als Nicht-Architekturtheoretiker sagen. Ich habe mich natürlich mit Architektur beschäftigt, aber gesagt, das mache ich lieber nicht. Und da fiel mir eben dieses Kapitel ein, und dass das eigentlich immer nur so als ganz nettes Kapitel am Rande dargestellt ist und nicht als ein möglicher Schlüssel, den Roman zu verstehen und zu lesen. Ja, danke schön. Noch eine Sache, natürlich kann man auch Fragen auf Tische stellen, ja? Die können ja dann auch wieder übersetzt werden, wenn da noch jemand... Was ich auch sagen möchte, auch Studierende dürfen fragen. Vielleicht noch auf Deutsch. Sie können das gerne auf Tschechisch machen. Wie gesagt, ich bekomme Hilfe. Nachdem das ja sozusagen eingebunden ist in eine fast eine Art Lehrveranstaltung, denke ich, es ist total wichtig. Ja? Und es ist vielleicht auch sportlich und couragiert und bringt auch was. Ich sage das immer wieder zu Studierenden. Es gibt ja auch unterschiedliche akademische Kulturen, aber ich denke, wir sollten eine Kultur pflegen, in der das freie, das offene Wort gepflegt wird. Und meistens stellt sich heraus, es gibt zwar ziemlich viele dumme Antworten, aber es gibt viel weniger dumme Fragen. Ja? Also, okay. Ich hatte bei der Beschreibung dieses Schlösschens immer ein Schlösschen hier im Kopf. Wie heißt das, Mikowski oder so? Ja, jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, denke ich, ist ja völlig deplatziert, völlig außer der Zeit, das ist so ein Relikt, ja, verloren steht es da und auch im Zusammenhang mit dem Haus. Ich bin kein Freund biografistischer Interpretationen, aber wenn Sie sozusagen die Monographie Robert Musil in die Hand nehmen, dann kommt sofort ein Gebäudekomplex ins Spiel in der Rasumowski-Gasse im dritten Wiener Gemeindebezirk. Und dann sagt man, ja, der Musil hat da ganz in der Nähe gewohnt, vielleicht hätte er gern das Schlösschen gehabt, er konnte es sich nicht leisten. Nicht? Also vielleicht war es auch ein Wunschtraum, dem er da seinen Helden gegeben hat. Aber ich denke, Sie haben recht,
wenn Sie an dieses Schlösschen denken, ist das vollkommen in Ordnung. Es geht darum, dass es ein paradigmatisches Schlösschen ist, dass man wahrscheinlich, vielleicht ist das auch das Verbindende dieser Ikonografie der, und Architektur dieser Habsburger Monarchie, die man vielleicht fast überall finden könnte. Wie ich das erzählt habe mit dem Historismus, dass man byzantinisch und gotisch und was weiß ich bauen kann, fiel mir die heutige Universität von Czernowitz ein, die von einem tschechischen Baumeister errichtet wurde, in einem pseudo-byzantinischen Stil. Ich habe jetzt den Namen dieses Architekten vergessen. Genau. Das war nicht der Wagner. Nein, nein. Rafka. Ja. Ja. Genau. Er weiß Bescheid. Er war wahrscheinlich auch schon in Czernowitz, nehme ich an. Das fand ich natürlich begeisternd, ja, dass man sozusagen all diesen, diese Nippes-Architektur, die kann man verstreut in der ganzen Monarchie finden. Heute findet das natürlich ganz toll und ist ganz beeindruckt. Also ich finde das Ganze in Ordnung. Im Roman ist es eindeutig nicht in der Stadt B situiert, aber auch die Stadt B muss man nicht unbedingt mit der Stadt Brünn hundertprozentig identifizieren. Sie ist ein sanfter Hinweis darauf und ein Spiel mit Referenzen, aber ein Roman ist ein Roman ist ein Roman und kein Tatsachenbericht und keine Autobiografie oder irgendetwas. Ja? Also von daher bin ich immer sehr vorsichtig zu sagen, also von dem Allerblödsten angefangen, Ulrich ist, der Mosel ist der Ulrich, und da würde ich auch nicht sagen, das Schlösschen ist das Haus in der Rasumowski-Gasse und es hat mehrere Städte wie B gegeben, in denen diese Nationalitätenkonflikte getobt haben. Also wenn ich mich jetzt einmischen darf, aber bitte. Es geht hier um ein Schlösschen, das hier in Köln in der Nähe vom Messegelände steht. Ne? Und zwar ziemlich deplatziert von den Neubauten umgeben. Die Museum auf 92 gewesen ist, und wir haben dort auch einen Tag getagt. Sie haben hier in dem Kinosaal damals gesprochen, 92. Aber an einem anderen Tag haben wir gerade in diesem Schlösschen getagt, weil wir die Fusi-Ausstellung von der Saarbrückener Museum gestellt haben. Also nochmal, ich würde da diplomatisch sagen, wahrscheinlich, wenn ich den Vortrag in Český Krumlov gehalten hätte oder in einer ungarischen Stadt, dann hätte mir ein Kollege gesagt, ja, aber so ein ähnliches Schlösschen, wie, das gibt es hier auch. Ich finde, Sie sollen Ihr Schlösschen haben und ich bin da überhaupt nichts dagegen. Herzlichen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Ja, noch jemand? Vielleicht doch noch auf Tschechisch oder so? Also, da sich, wie zu sehen ist, kein mutiger mehr findet, möchte ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Herr Professor, dass Sie den Weg hierher nach Köln gefunden haben, dass Sie uns mit so einem wunderbaren, interessanten und auch, möchte sagen, lustigen, manchmal für mich war es manchmal zu schmunzeln, wir sind vielleicht auch, Vortrag hier erfreut haben und auch jetzt noch für die Beiträge innerhalb der Diskussion. Ja, auch nochmal herzlichen Dank.